Hello again, hier ist eure Jonanda und ja, es gibt mich noch und ich hoffe, ihr habt schöne Osterfeiertage hinter euch und habt eine wunderschöne Zeit verbringen können und konntet die auch positiv für euch und all eure Vorhaben nutzen. Und ja, ich bin wieder da. Vielleicht habt ihr mich ja schon so ein bisschen vermisst, ne? Aber so kleine Zeiten des Rückzugs sind ganz wichtig für mich, dass ich mich auch mal ein bisschen erden kann und ja, mein in Anführungsstrichen normales Leben weiterführe, ne? Also außerhalb von YouTube. Und ich denke, die gesunde Mischung muss es sein. Aber jetzt bin ich in ganzer Gänze für euch da und begrüße euch alle ganz, ganz herzlich, die da wieder da sind und die, die neu dabei sind. Und ich freue mich, wenn jetzt hier gleich die geballte positive Energie einflattert. Ich wollte ein Kreuz legen und wollte einfach mal schauen, was wird uns für ein Thema reingegeben? Wie sollten wir uns auf keinen Fall verhalten? Was sollten wir tun und wohin führt es? Das finde ich immer ganz interessant. Wir nehmen den Rabentarot, wir nehmen die Kipperkarten und natürlich binden wir die Runen ein. Und apropos Runen, da wollte ich euch gerade mal echt was Krasses erzählen. Passt mal auf. Ist ein Friedensachat zu mir gekommen und schaut mal, der hat die Rune Pertro drauf, ne? So muss man es drehen, dann ist er auch richtig krumm. Seht ihr den Kringel? Also ich habe den Stein gesehen, es hat mich sofort an die Pertro erinnert. Für mich war klar, das ist die Rune Pertro. Und die Pertro steht ja für Schicksal und dass man das Unerwartete erwarten soll und dass es einem quasi in den Schoß fällt. Ne? So, peng, da bin ich. Unverhofft kommt oft die Rune des Zufalls. Und ich hatte diesen Stein, ich wollte schon sagen, diese Rune, naja, im Prinzip war es diese Rune, dann auch nachts unter dem Kopfkissen, habe prompt auch von der Pertro geträumt. Und die steht ja auch für Neugeburt, genau. Und jetzt passt auf, also am nächsten Tag hatte ich eine immens wichtige Begegnung in meinem Leben, die Begegnung mit einer ganz tollen Frau. Und es kam zwischen uns ja so ein Deal zustande. Und dann habe ich mich bei ihr bedankt und habe gesagt, ey, das ist so geil, dass du da bist. Und guck mal, die Rune Pertro ist zu mir gekommen. Und dann habe ich auch noch von der Rune Pertro, habe ich dann auch noch geträumt, ne? Und auf einmal fiel der die Kinnlade, die greift sich in den BH und hält mir die Rune Pertro vor die Nase und sagt, habe ich heute Morgen gezogen. Es ist geil, oder? So wirkt die Pertro, das ist jetzt mal nur so ein Beispiel, was uns alles erwarten kann. Ja, und wir gehen jetzt mal frisch ans Werk, ne? Und ach so, bevor ich es vergesse, ja, das Kleingedruckte. Ich muss das Kleingedruckte sagen, wir machen hier allgemeine Kartenlegungen. Allgemein bedeutet, die Legung ist fürs Kollektiv. Die kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Das Kollektiv ist im Prinzip die ganze Welt. Wir machen einen Energiespiegel. Die Energien, die sich jetzt hier durch die Karten zeigen, sind sowieso da, werden im Prinzip durch die Karten bebildert und eingefroren. Wie lange die Energie anhält für jeden Einzelnen, das ist unterschiedlich. Deine Seele weiß es schon. Du weißt, ob du hier in Resonanz gehst, du spürst es, du fühlst es und wie lange diese Energie anhält, das spürst und fühlst du ebenso. Das möchte ich ganz freilassen. Und persönliche Beratungen bei mir, von mir, über mich, durch mich, nennt es wie ihr wollt, sind leider nicht möglich. Wer dazu nähere Gründe erfahren möchte, der schaut in meinen Videos angepinnt oder in dem Video über mich, wer ist Yonanda Latura. Ja? Nur, dass ihr Bescheid wisst und genau. Und dann ebenso bitte ich euch aus ganzem Herzen, mir in den Kommentaren, die ich sehr, sehr wertschätze im Übrigen, dennoch keine Fragen zu stellen, weil aufgrund der vielen Kommentare kann ich leider aus zeitlichen Gründen diese Fragen, also ich kann nicht tiefer drauf eingehen. Es wäre oberflächlich, es wäre dann auch so, dass ich dem einen dann antworte, der andere geht mir unter. Das ist einfach keine klare Linie und ihr wisst, ich schätze euch wirklich von ganzem Herzen und alles das, was ihr mir an positiver und lichtvoller Energie entgegenbringt, aber ich kann es nicht vertiefen, weil es einfach aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich ist. Aber dennoch schreibt mir gerne, stellt mir gerne eure Anregungen rein, was bei mir im Raster hängen bleibt. Das wird sich irgendwann in den Legungen spiegeln, ne? Wenn ich irgendwo das Gefühl habe, ja, das mache ich jetzt mal, das war eine tolle Idee. Oder wenn ich merke, mehrere haben diese Idee, dann greife ich es gerne auf. Okay, genug gesülzt, jetzt geht's los. Und wir wollen mal schauen, was die Raben uns so durchgeben. Ja, worum geht es hier überhaupt? Was ist hier so unser Top-Thema? Was sollten wir tun,
Was sollten wir nicht tun? Nee, was sollten wir nicht tun? Und dann, was sollten wir tun? Genau. Also, was ist das Thema? Was sollten wir nicht tun? Was sollten wir tun? Wohin führt denn dann das Ganze? Und da bitte ich jetzt die lichte geistige Welt, mir Karten durchzugeben, mir ein Zeichen zu schicken, ob die Karten springen oder ob ich abheben soll. Fast wäre sie gesprungen, aber halt leider auch nur fast. Jawohl, ah, okay. Tun, nicht tun. Ah, da schaut ihr. Heieiei. Es ist ja direkt schon wieder spannend, gell? Es ist wirklich spannend. Oh, wir haben gute Karten. Wir haben gute Karten. Yeah. So soll es sein. Junge, die hatten knickende Optik. Das darf natürlich nicht passieren. Ich konnte es retten, das Kärtlein. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Jetzt brauchen wir hier Kibbelkarten. Jetzt brauchen wir hier Kibbelkarten zur Ergänzung. Und dann sind wir mal gespannt, was mir dazu dann einfällt. Ich hätte gerne pro Position 2 Stück. Ich bitte die lichte geistige Welt, jawohl, mir die richtigen Karten, ne, die will nicht, mir die richtigen Karten durchzugeben, während mein Kaffee kalt wird. Aber ihr wisst ja, ne? Kalter Kaffee ist gar nicht so schlecht. So, ui. Junge, ihr werdet begeistert sein. Ich bin nur gespannt, wo es hinführt. Aber das kriegen wir alles gelöst. Ihr wisst, es liegt immer auch eine Lösung irgendwo inne. Ja, heute werden mir so ein bisschen die Worte im Mund rumgedreht. Ich habe heute schon schwer geackert und durch mich ist heute schon einiges durchgekommen. Und es ist in der Tat so, wenn ich energetisch arbeite und wenn ich was gemacht habe, wo wirklich viel Energie geflossen ist, ich kann wirklich nicht mehr gerade aussprechen. Ich stotter dann auch manchmal. Das ist krass, aber es ist so. Da bin ich schon dran gewöhnt, ne? Oh. Jawohl. Da haben wir 3 Karten auf der Position. Die Kibbelkarten haben eine mega geile Energie. Die sind ganz weich. Die sind sowas von im Flow im Moment. Die habe ich gar sehr in mein Herzlein geschlossen, ja. So. Die gehört hier drunter. So, schauen wir mal. Schauen wir mal rein. Wir haben in der Position, worum es geht, den Buben der Kelche. Wir haben das Gericht und einen Todesfall. Okay. Kommt mir spontan rein, in gefühlstechnischen Angelegenheiten, wo Gefühle wieder fließen sollten, weil die Kelche stehen ja für unglaublich viel Gefühl und dafür, dass hier Gefühle unfrei sind, also so empfinde ich diese Karte, weil hier haben wir einen Fisch in dem Kelch. Seht ihr den? Ich muss mir den mal gerade angucken. Ja, der dreht sich so ein bisschen rum, der Fisch, also den sieht man an der Kamera nicht so gut, ne? Der dreht so den Kopf ein bisschen nach hinten und dieser Fisch kann aber in dem Kelch nur eine bestimmte Zeit lang überleben, weil er einfach zu wenig Wasser hat. Er ist in einer kleinen Pfütze sozusagen. Das Wasser steht hier still und es möchte aber wieder in den Fluss kommen. Und der Fisch kann nur im Wasser, in seinem großen Wasser frei sein. Und da es bei den Kelchen um Gefühle geht, geht es hier um zurückgehaltene Gefühle. Hier geht es um Gefühle, die nicht frei fließen können, die irgendwo zurückgehalten werden. Die wollen befreit werden, die wollen wieder in den Fluss, aber jetzt kommt der ganze Haken an der Sache. Wir haben hier das Gericht, wo es um eine Entscheidung geht und wir haben den Todesfall, also quasi gesehen, um genau zu sein, in dieser Reihenfolge. Und das heißt, die Entscheidung, hier die Gefühle wieder in den Fluss zu bringen und fließen zu lassen, wird
also aufgrund der Karte des Todesfalls nicht getroffen. Also hier werden Gefühle zurückgehalten. Darum geht es. Gefühle können hier nicht fließen. Und zwar können sie nicht fließen, weil hier die Entscheidung nicht getroffen wird, sie fließen zu lassen. Hier wird eine Entscheidung zurückgehalten, beziehungsweise eine Entscheidung wird nicht getroffen und die Gefühle können nicht fließen. Darum geht es hier. Wir haben es also mit einer Blockade zu tun. Oh, wie wir es alle lieben. Ja. Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Du fühlst mal rein, in welche deiner Situationen das jetzt so passt. Wo kann etwas nicht in Fluss kommen? Ne? Wo kann ein Gefühl nicht in den Fluss kommen oder die Gefühle, das Feeling? Wo stagniert es hier bei dir? So, Rune zur Ablösung, ne, logischerweise die Gebo. Und zwar wollen die Energien hier zurück in ihr Gleichgewicht finden. Das soll geschafft werden, das ist auch das Ziel. Die große Question ist jetzt nur, wird es denn geschafft? Eine Entscheidung wird hier bislang nicht getroffen. Wir durchleuchten es natürlich genauer. Wir machen erstmal weiter, wir lassen es erstmal so stehen, ja? So, was sollte man denn in diesem Fall auf keinen Fall tun? Also, wir haben hier den Tod, die Rechtsprechung, die falsche Person und viel Geld gewinnen. Also, setzt hier nicht auf falsche Personen. Hier ist ganz klare Sache. Eine Transformation, eine Ablösung der Situation, in der Gefühle nicht in den Fluss kommen. Diese Kuh kriegt ihr nicht vom Eis, wenn ihr euch von falschen Personen oder von einer falschen Person beraten lasst. Wir ziehen es mal auf eine Person. Ne? Also kein Rat von falschen Personen und auf diese Sieg setzen. Also wenn du zum Beispiel in der Lage bist, dass du sagst, ja, hier die Situation stagniert, hier kommen die Gefühle nicht in den Fluss und du hast das Gefühl, ich muss jetzt die Person XYZ befragen. Ne? Die kann mir helfen. Die kann mir helfen. Da setze ich voll auf Sieg. Ne? Da kriege ich total die Kuh vom Eis. Mit Hilfe dieser Person kriege ich hier die Situation wieder in die Gänge. Ne? Zum Beispiel auch, wenn man dann versucht zu tricksen. Ne? Man überlegt, schmiedet vielleicht irgendeinen Plan, wie man durch Manipulation, ne, eine Situation beeinflussen kann. Das ist aber der nicht lichtvolle Weg. Ne? Also nicht lichtvoll bedeutet, hier kommst du auf schattige Pfade. Also wenn du hier in Erwägung ziehst, mit einer Person ins Gespräch zu gehen, die dir helfen soll oder von der du denkst, sie hilft dir, das wird ein falscher Rat sein. Setze hier nicht auf Sieg. Das ist die Position, was wir nicht machen sollen. Du wirst durch Gewieftheit und krumme Touren wirst du dein Ziel nicht erreichen. Das wird dich in diesem Transformationsprozess, der da gerade im Gang ist, nicht unterstützen. Also hier in diesem Transformationsprozess, in diesem Ablöseprozess auf gar keinen Fall auf einen falschen Rat oder auf einen unehrlichen Rat hören. Ja? Hier ist möglicherweise jemand nicht ehrlich, wo du Rat suchst. Oder er ist einfach für dich in diesem Fall die falsche Person. Ne? Nehmen wir es doch mal wörtlich, so wie es draufsteht. Ne? So. Also, keine krummen Touren, wenn hier aufgelöst werden soll. Okay, so, dann sind wir mal gespannt. Was sollst du denn anstattdessen tun? Du sollst in die Energie der drei Stäbe dich begeben. Das bedeutet, du sollst erstmal deinen Standpunkt erhöhen. Du sollst, Yonanda ist ja völlig durcheinander. Brauchen ja noch eine Rune auf der Position, was du nicht tun sollst. Hier ist sie. Die Jera, das ist so geil. Die Jera ist das Rad. Du sollst dich nicht drehen. Lass dich hier nicht auf die falsche Seite ziehen. Hier ist ein falscher Ratgeber. Hier ist eine Person, die ist nicht dienlich. Die bringt eine ungesunde Wende rein, wenn du auf sie hörst. Also auf die Tour kommst du nicht weiter. Ne? Okay? Die bringt eine ungesunde Wende rein und du veränderst dann dadurch den Weg. Wir sind ja immer freien Willens. Wir entscheiden, welchen Weg wir gehen. Ne? Zum Beispiel stehen wir auch oft vor der Entscheidung Licht oder Schatten. Ne? Das ist wie auf der Schulter das Engelchen und das Teufelchen. Und lass dich hier nicht von dem Teufelchen belatschern. Ja? Dass das Teufelchen sagt, tu's. Ja komm, tu's.
Wir bringen hier einen Wandel rein, eine Wende. Du veränderst den ganzen Weg, wenn du hier eine falsche Richtung einschlägst. Also das ist voll krass. So, was solltest du tun? Zurück zum Thema der drei Stäbe. Du sollst hier erstmal ganz klar dich gut aufstellen, sollst deine Position und deinen Standpunkt erhöhen und erstmal von oben schauen, was kommt denn da? Und du sollst vor allen Dingen die Chance erkennen, du sollst das gelobte Land sehen, was vor dir liegt, denn die drei steht immer für die gute Chance, ja? Aller guter Dinge sind drei. Ich habe das ja schon oft gesagt, ne? Vater, Sohn und Heiliger Geist, die drei Nornen, die drei kleinen Schweinchen, die drei Musketiere und ja, was gibt's noch? Das Werden, das Sein und das Vergehen, ja, der zunehmende Mond, der Vollmond und der abnehmende Mond, es sind immer drei. Drei ist immer gut und dieser guten Aussichten sollst du dir bewusst werden, weil du hast hier Aussichten. Es gibt hier Wege, diese Situation wieder in die Pötte zu kriegen und du sollst, jetzt kommt's, das ist manchmal so ein bisschen fies, ne? Du sollst das Geschenk in dieser Verbindung, in der du dich da befindest, erkennen. Jetzt werden natürlich manche sagen, was soll denn das für ein scheiß Geschenk sein? Ja? Was ist das für ein Scheiß? Das ist doch kein Geschenk. Das ist doch alles nur eine Belastung. Aber das, was uns am meisten herausfordert und uns am meisten prüft, das ist genau das, was uns im Leben am meisten vorwärts bringt. Wenn alles so einfach wäre, stellt euch vor, ihr sitzt im Kino, ne? So. Und du denkst dir, wow, jetzt läuft hier gleich voll der Film, voll der Streifen. Der Film geht los und der Film läuft mit einem glücklichen Liebespaar. Und es passiert die ganze Zeit nichts. Die knutschen die ganze Zeit, halten Händchen, himmeln sich an und sagen sich, ich liebe dich. Nach spätestens 10 Minuten kannst du dir so ein Streichholz zwischen die Augen klemmen, ne? Und der Most fast schon weg. Die ersten schnarchen bereits nach 12 Minuten, ja, und wahrscheinlich haben 90% aller Anwesenden nach einer halben Stunde den Film verlassen, weil es passiert nichts. Ne? Interessant wird es ja erst, wenn eine dritte Person erscheint. Ja, da erscheint noch jemand, ein anderer Mann. Und die Herzensdame denkt, oh, scheiße, ist der attraktiv. Und in dem Moment sind alle wach, ne? Tja. Also das Buch des Lebens wäre ziemlich langweilig, wenn alles immer nur toll wäre. Außerdem wüssten wir dann gar nicht, dass es toll ist. Das Toll, was wir als toll empfinden, von draußen drauf geguckt, so im ersten Moment, ist ziemlich schnell ziemlich langweilig. Und deswegen sollst du dir, ich sag's nochmal, egal wie kompliziert deine Situation ist und egal wie sehr hier ein Gefühl nicht in Fluss kommt, ne? Wir sind ja wieder bei dem Buben der Kelche. Hier gibt es alles kein Wasser auf die Mühlen, ja, weil hier keine Entscheidung getroffen wird, keine Entscheidung, weil der Sarg mit ins Spiel kommt. Ne, absolute Stagnation, aber Gleichgewicht soll ja hergestellt werden. Und ihr sollt es einfach annehmen. Und zwar, ihr sollt die Chance darin erkennen, das Geschenk darin erkennen, welches in dieser Verbindung liegt. Ne? Weil es macht euch letzten Endes stärker. Es lässt euch, beziehungsweise dich, ne, wachsen. Es lässt dich wachsen. Aber noch ist ja hier gar nicht viel passiert. Also wir haben ja hier eine falsche Person mit im Spiel. Das ist so ein bisschen das Salz in der Suppe, ne? Also hier ist so ein Fallstrick versteckt. Und wir schauen jetzt nochmal, welche Rune, die Position, was sollst du denn tun? Was sollst du tun? Welche Rune unterstützt diese Position? Und da wurde uns gegeben, die Kenas, Spieglein, Spieglein, die ist momentan auch sehr gefragt. Ja, ich halte sie in der Tat spiegelverkehrt, weil ich doch hier immer so durcheinander komme mit dem ganzen Spiegelgedöns, weil ich sehe mich ja hier total spiegelverkehrt, ihr wisst schon. Aber hier sollst du den Spiegel erkennen und den Spiegel brechen. So, wie löst man denn einen Spiegel auf? Ich sage es euch nochmal. Ein Spiegel entsteht ja immer dann, wenn du etwas reflektierst, was dir reingegeben wird. Ne? Zum Beispiel, ich reflektiere dir Liebe und du reagierst mit Liebe, ne? Weil wir spiegeln uns dann. So, ich kann dir jetzt natürlich auch, nee, ich mache das nicht, ich mag dir nichts anderes reflektieren, aber stell dir vor, du hast einen Gegenüber,
Der reflektiert dir, nehmen wir doch einfach mal den Rückzug, da geht es ja oft drum, passt auch eigentlich zum Thema, weil hier kommen ja die Gefühle nicht in den Fluss. Hier ist ja diese Unfähigkeit, eine Entscheidung zu treffen und dieser Spiegel wird gerade reingegeben. Der schafft die Stagnation, weil du merkst, hier tut sich nichts und du spiegelst das und du stagnierst ebenso. Ne? Du sitzt genauso im Kelch wie der Fisch. Wie der Fisch, der in der Situation im Kelch sitzt. So, und wenn du jetzt den Spiegel rausnimmst, müsstest du den Kelch verlassen. Ob du dann aber in die Aktion gehst, ne, oder ob du sagst, ich tauche mal hier ab in dem großen Gewässer, das ist etwas, das solltest du intuitiv entscheiden. Also du solltest dir nichts vornehmen, was du machst, wenn du jetzt aus dieser Spiegelung des Stillstandes, ne, aus dieser Entscheidungsunfreiheit, ne, wenn du diesen Spiegel triffst, weil du erkennst, du kannst ja selbst keine Entscheidung treffen. Den Spiegel zu brechen bedeutet nicht, was ich eigentlich sagen will, dass du dann auf den Gegenüber zugehst und sagst, ey, ich nehme dir jetzt mal die Entscheidung ab. Das ist nicht Spiegelbrechen. Du brichst den Spiegel bereits, wenn du einfach die Situation verlässt. Wenn du hier einen Hüpfer machst, tauchst im Wasser ab und sagst, tschüss, ich schwimme mich erstmal frei. Das heißt, du gehst in den Abstand. Du gehst in die liebende Neutralität, wo du aus einer ganz klaren, neutralen Position die Situation von oben beobachtest. Nimm dich raus aus der Situation. Tritt einen Schritt zur Seite. Ne? Stell dich oben drauf und guck dir es von oben an. In dem Fall aus der Rabenperspektive. Und in dem Moment hast du die Spiegelung rausgenommen. Ich hoffe, man konnte mir hier folgen. Spiegelbrechen bedeutet nicht, ich muss das Gegenteil machen. Ne? Wenn hier eine Entscheidungsunfähigkeit ist, bedeutet Spiegelbrechen nicht, ich muss jetzt sofort eine Entscheidung treffen. Das ist so nicht. Es reicht, wenn du einfach die Situation verlässt und dich drüber stellst und dann wirst du nämlich die Kinas auch ablösen, dann kommst du zu einer Erkenntnis. Erkenntnisse sieht man dann, wenn man mit Abstand die Dinge betrachtet. Dann kann man wieder klar sehen. Wenn du mitten im Sturm drin bist, siehst du nichts. Du siehst nicht klar. Du bist mitten in dem ganzen in dem Chaos drin, du bist in dem Chaos vielleicht sogar gefangen. Wenn du aber den Sturm von außen beobachtest, dann kannst du auch etwas erkennen. Ne? Du kannst auch erkennen, wie der Sturm sich verändert. Bist du drin, wird das eher schwierig. Ne? So, wie geht es weiter? Dann haben wir hier ein kleines Problemchen. Also erstmal, ne? Wir haben die 8 der Schwerter und die 10 der Stäbe. So, ich decke aber erst die anderen Karten um, weil ich sehe dann immer das Gesamtbild. Junge. Also, es ist noch schwierig, ne? Deswegen ziehe ich jetzt gleich eine Rune zum Ablösen, wenn ich meine Socke wieder gerichtet habe. kennt ihr das? Das ist echt schlimm, wenn was rutscht, wenn Klamotten rutschen und nicht da sind, wo sie hingehören. Okay. Also, wo führt das Ganze erstmal hin? Also, wir haben es hier definitiv mit einem Engpass zu tun. Den sollten wir annehmen. Die 8 der Schwerter stehen immer für eine Befangenheit. Ne? Das seht ihr hier ganz deutlich. Die Person ist befangen. Das heißt, es geht hier um eine Entscheidung, die im Moment nicht getroffen werden kann. Natürlich soll hier Gleichgewicht rein, aber hier soll auch nicht übers Knie gebrochen werden. Auf gar keinen Fall sollen hier Personen involviert werden, die manipulativ sein könnten oder in irgendeiner Art und Weise tricksen und versuchen, das ist ja manipulativ, ne? Irgendwelche Personen, die einem augenscheinlich helfen wollen, weil man will ja hier einen schnellen Erfolg haben, ne? Und schnell zum Ziel kommen, die hier sagen, sie haben hier eine super geile Idee, wie sie jetzt hier mal das Plakettchen auflösen. Das können auch magische Eingriffe sein, also magisch im Sinne von Magie. Ihr wisst, Yonanda macht da einen großen Bogen drum um alles, also auch keine Liebeszauber, weil es geht alles in die Richtung, du tust etwas und du führst ein Ergebnis herbei, was aber durch Manipulation entstanden ist. Ja? Also hier nicht aufs falsche Pferd setzen, auf gar keinen Fall. Und wenn es noch so verlockend ist, Finger weg, gebt der Sache Zeit. Den guten Aussichten sich bewusst machen, das Geschenk in dieser Situation erkennen und in dieser Verbindung und annehmen und auch anerkennen, dass hier dieser Engpass ist. Hier ist eine Befangenheit da. Möglicherweise ist eine Person, die hier involviert ist,
unfrei, vielleicht auch ihr beide, wenn ihr beide unfrei seid, ne? Zum Beispiel, weil ihr beide in einer Beziehung seid und deswegen stagniert's, brecht den Spiegel, ne? Das heißt, trete einen Schritt zur Seite. Das heißt jetzt nicht, ich muss jetzt hier sofort meine Beziehung beenden. Ne? Das heißt es nicht. Das ist nicht der Spiegeltreffen, brechen. Spiegelbrechen ist nicht, von einem Extrem ins andere zu kommen, sondern einfach, es reicht, einen Schritt zur Seite zu treten. Ne? Und so kommt man aus der Unfreiheit raus, ne, wenn ihr hier beide befangen seid. Spiegel rausnehmen, indem man einen Schritt zur Seite geht. Die Situation scheint eine ziemliche Belastung für alle Beteiligten zu sein. Die 10 der Stäbe löst sich aber darin, dass man erkennt, wir sind hier wieder bei der Kenas, Erkenntnis, dass wir nicht alles alleine tragen müssen. Wir dürfen hier auch Last abgeben. Wir dürfen es uns hier leichter machen. Um genau zu sein, ist es so lange schwer, bis man sich's leicht macht. Lasst das mal für euch sacken, ne? So, es wird natürlich weiter gegrübelt. Also momentan ist es noch so, dass auf der ganzen Situation eine Melancholie liegt, weil es ist ein langer Weg, der schon gegangen wurde und der auch noch vor einem liegt, aber wir haben hier Licht. Es geht hier auch um eine Metamorphose. Energien wollen sich wandeln. Die werden sich auch wandeln, weil der Tod ist ja auch gefallen. Aber die müssen sich so wandeln, dass es lichtvoll ist und nicht, dass dieser Wandel manipulativ herbeigeführt wird, ne? Die falsche Person. Und es gibt hier noch Höhen und Tiefen. Das ist ein Tal der Tränen, wo man hier ganz einfach durch muss. Es kann auch sein, weil hier liegt die Nachricht drin, dass hier jemand sehr lange Zeit braucht, also dass hier jemand einen sehr langen Leidensweg hinter sich hat, ein Mensch, der sehr viel nachdenkt, also das kann jetzt für deinen Gegenüber in der Situation gelten, für dich selbst oder es kann für die Situation an sich stehen. Aber hier wird gegrübelt, hier liegt eine Melancholie drauf. Es ist ein unglaublich langer, beschwerlicher Weg, aber es ist ein Lichtblick da. Aber dennoch ist hier jemand sehr verzweifelt, das ist die Karte der Verzweiflung, der sieht vielleicht auch den Weg im Moment nicht, weil ihr seht, die Person hält sich die Augen zu. Er sieht den Lichtblick nicht. So, jetzt haben wir hier mehrere Möglichkeiten. Entweder er sieht auch die Nachricht nicht. Vielleicht sollte man tatsächlich in liebender Neutralität auf diese Person zugehen und eine Nachricht zukommen lassen. Das ist nämlich auch ein ehrlicher Weg, wie man hier die Gesamtsituation, nämlich diese Unfreiheit, diese gefangenen Gefühle, wo im Moment einfach keine Entscheidung getroffen werden kann, der Todesfall und das Gericht, ja, dass man hier in die Kommunikation geht und diese Seele bei der Hand nimmt, damit die wieder klar sehen kann, weil hier sieht jemand nicht. Also hier ist eine starke Belastung, hier ist eine Unfreiheit auf der Situation und man könnte es sich aber leichter machen durch die 10 der Stäbe, die auch in der Kabbala für gebündelte Energie steht. Ne, dass man sich vielleicht hier wirklich traut, die 10 der Stäbe, die gebündelte Energie, dass man wirklich seine Kraft zusammennimmt und sich hier wirklich traut, auf den anderen zuzugehen und kann ihm vielleicht hier wirklich wieder auf den Weg helfen, weil die Person, die geht ja hier nicht weiter. Ne? Vielleicht bist du auch die Person, die grübelt, ne? Die grübelt und denkt nach und sieht genau diese Person, die da nicht auf den Weg kommt, weil es ihr schlecht geht. Also es ist hier ein langer Prozess und wir fragen noch, welche Rune kann hier alles verändern? Welche Runenkraft unterstützt dich in der weiteren Entwicklung dieser Situation, die wirklich ein tiefer Prozess zu sein scheint? Und wir haben die Fehu. So, und da haben wir die Lösung. Hier ist deine Kraft gefragt. Bündele deine Energie. Ich habe gerade noch gesagt, die 10 der Stäbe sind die gebündelte Energie. Das ist die maximale Anzahl von Stäben. Bündel diese Energie, bring die auf den Punkt und geh in die Fehu. Es kann sein, dass du hier ablösen kannst, wenn du erstmal aufhörst, melancholisch zu sein, ne? Weil Energie und Melancholie, Energie und Melancholie, Jesus, Mutter Anna. Das ist ja schon was, das passt nicht zusammen. Die Fehu macht natürlich hier die trüben Gedanken platt. Ne? So. Der lange Weg ist klar, der ist da, das ist klar, so wollte ich sagen. Jesus, nee. Und hier ist aber ein Lichtblick. Die Fehu ist das Feuer. Das Feuer ist das Licht. Ja?
Sieh das Licht und hilf hier dieser Seele auf dem Weg. Es kann hier wirklich sein, dass hier jemand deine Hilfe braucht. Und du bist das Zünglein an der Waage. Du kannst hier nämlich die Situation verändern, indem du vielleicht in die Kontaktaufnahme gehst. Wenn das jetzt in dir nicht stimmig ist und du sagst, nee, dann lässt es. Also das ist alles nur ein energetischer Vorschlag. Ne? Ihr wisst das aber auch. Es ist eine allgemeine Legung und ich bin gespannt, was ihr damit anfangt. Es ist ein Prozess und es wird hier sicherlich ein längerer Weg noch vor euch liegen, laut dieser Legung. Ihr wisst, Energie verändert sich ständig. Geh in dein Licht, geh in dein Herzensleuchten, in deine Kraft, hier in deine Sonne und komm in die Pötte, ja, und dann verändert sich das ganze Bild. Und ich würde sagen, weil es so schön war, lege ich da morgen einen Abgleich drauf. Und wenn du bis hierher geschaut hast, ja, dann freue ich mich, dass du da warst. Ich freue mich über jedes Like, über jedes Abo und über eure lieben Kommentare. Und ich sag mal, bye bye, ciao, ciao, euer Yonanda TV. Wir sehen uns morgen, gleiche Welle, gleiche Stelle. Ich lege morgen einen Abgleich auf dieses Blatt. Yeah, so wird's gemacht, wird mir gerade durchgegeben. Also, bis später oder bis gleich.